Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr über das große Interesse heute Abend an unserer Veranstaltung hier im Körperforum. Wir wollen heute Abend Hamburgs erstes digitales Geschichtsbuch vorstellen und wir werden das nicht tun, indem wir auf irgendeinen Knopf drücken und eine Webseite freischalten, die, wie mir eben auch noch mal gesagt worden ist, auch gar nicht erst freigeschaltet werden muss. Wir werden sicherlich noch einen kleinen Einspieler hören zu dem Big Bang des Hamburger digitalen Geschichtsbuch. Wir haben uns aber überlegt, dass wir diese Website, dieses Projekt verbinden wollen mit einem Gespräch, einer Diskussion mit ausgewiesenen Experten über den Stand der Landesgeschichte in Hamburg. Wie steht es eigentlich um die Landesgeschichte hier? Wo wird sie betrieben und von wem wird sie betrieben und wie werden die Ergebnisse vermittelt und mit Blick auf die Schulen insbesondere, was sind die Perspektiven der Vermittlung? Diese und weitere Fragen wollen wir in den nächsten rund 90 Minuten behandeln. Ich bin Sven Tetzlaff und darf Sie im Namen der Körperstiftung begrüßen, bei der ich den Bereich Bildung leite. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist soweit. Endlich. Ich freue mich sehr, dass wir zumindest heute eben mit dieser Veranstaltung hier das Projekt feierlich starten können, dass der Hamburger Landesgeschichte im digitalen Raum in Zukunft eine Heimat und zentrale Anlaufstelle geben wird. Das digitale Hamburg-Geschichtsbuch wurde und wird unterstützt von einer Vielzahl von Hamburger Akteuren, von der Schulbehörde, der Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte, dem Verein für Hamburgische Geschichte, der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, dem Geschichtslehrerverband, der Landeszentrale für politische Bildung und last not least auch der Körperstiftung. Und ich bin mir, das sind sozusagen schon Vorschusslorbeeren, jetzt schon sicher, dass dieses digitale Angebot ein wirklicher Zugewinn für Hamburg sein wird, mindestens aus zwei Gründen. Der eine Grund ist Ihnen vielleicht eben schon deutlich geworden. Es ist nämlich wirklich eine Koordinationsleistung, diese vielen unterschiedlichen Player an einen Tisch zu bekommen und die Expertise dieser Institution einfließen zu lassen in das digitale Geschichtsbuch. Und das ist gelungen. Und das verdient in einem Bundesland, in dem die Landesgeschichte eben nicht eine zentrale Adresse hat, einen zentralen Heimathafen hat, das verdient dort schon wirklich Beachtung. Und darüber wollen wir gleich auch in der Diskussion weiter sprechen. Zum anderen ist das digitale Geschichtsbuch aber auch ein Zugewinn, insbesondere für Hamburgs Schulen und den Geschichtsunterricht. Denn auf den Seiten des Geschichtsbuches werden künftig Lehrerinnen und Lehrer wissenschaftlich abgesicherte Informationen zu Hamburgs Geschichte an einem Ort versammelt finden. Ihnen werden, ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier etwas ausgelöst habe, doch, der Ton sagt mir schon, so ist das mit dem Digitalen. Ehe man sich versieht, hat man irgendwie den Big Bang hier vorne eröffnet. Ich weiß nicht, ob der Ton, können Sie den runterfahren oder? Der ist weg, genau. Der Big Bang läuft jetzt hier. Ich hoffe, wir werden ihn noch zu sehen kriegen. Ich werde mich bemühen, mit Unterstützung der Technik, dass wir das irgendwie wieder richtig hinkriegen. Zurück zum digitalen Geschichtsbuch. Dort werden Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Themen und Epochen zur Verfügung gestellt werden. Und es wird weiterführende Links auf hilfreiche Seiten und Angebote im Netz geben, wie beispielsweise den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, der dort präsent sein wird und dort auch, wie wir meinen, ein qualitativ hochwertiges Umfeld haben wird. Und vielleicht wird das digitale Geschichtsbuch ja zu einer Art Landingpage, wie man so schön sagt, neudeutsch für künftige Projekte zur hamburgischen Geschichte. Uns wird es auf jeden Fall sehr freuen. Als Körperstiftung haben wir das Projekt von Anfang an sehr gerne unterstützt und die Realisierung begleitet, weil wir nicht zuletzt aus der Perspektive eben des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten es begrüßen, dass die Lücke bei der Beschäftigung mit der Landesgeschichte bei außerschulischen und schulischen Projekten ein gutes Stück
geschlossen werden kann. Und dass Hamburger Schulprojekte davon profitieren werden, davon ist auszugehen, denn das Interesse bei Schülerinnen und Schülern sowie auch bei Lehrerinnen und Lehrern an der hamburgischen Landesgeschichte ist groß. Der Geschichtswettbewerb ist ja dafür ein beredtes Zeugnis, denn allein in dieser Runde haben in Hamburg 361 Jugendliche 150 Projekte zur hamburgischen Geschichte durchgeführt. Das verspricht aus unserer Sicht, dass es für diese Webseite in Zukunft, zumindest auch bei dieser Zielgruppe, auch ein großes Interesse geben wird und dass der Einstieg in lokal- und landesgeschichtliche Projekte leichter fallen wird. Ein solches Projekt braucht einen Macher, hat man immer gesagt. In diesem Fall ist es eine Macherin, die die Expertise zur hamburgischen Landesgeschichte zusammenführt, die das Netzwerk knüpft, die Qualität, die fachliche Qualität sichert und die Fäden zwischen Redaktion, Gestaltung und technischer Umsetzung zieht. Und all das, was ich genannt habe, ist das Verdienst von Silke Orbanski, die vor 3 Jahren im August begonnen hat, die Idee des digitalen Geschichtsbuchs Schritt für Schritt umzusetzen. Ich sage jetzt schon mal, das ist gelungen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen, Silke Orbanski. Und ich darf so 2, 3 kurze Informationen zu Silke Orbanski auch geben. Sie hat an der Universität Hamburg Geschichte, Philosophie und Pädagogik studiert, 1996 promoviert, arbeitete anschließend als Lehrerin an der Max-Brauer-Gesamtschule und ist seit 2008 am Albert-Schweitzer-Gymnasium tätig und betreut dort immer wieder erfolgreich auch eben Schülerinnen und Schüler, die Projekte im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten durchführen. Und dass sie auch eine künstlerische Ader für die Vermittlung von Geschichte hat, das beweist sie auch als Autorin mehrerer historischer Romane. Silke Orbanski war und ist der Dreh- und Angelpunkt des digitalen Geschichtsbuches. Das braucht es dafür. Zu dem Erfolg eines solchen Projekts tragen aber auch weitere Berater, Begleiter und Akteure der hamburgischen Landesgeschichte bei. 2 Institutionen sind heute Abend auf dem Podium vertreten. Da ist zum einen die Arbeitsstelle für hamburgische Geschichte, deren langjähriger Leiter Franklin Kopitsch heute Abend bei uns ist. Auch Ihnen ein sehr herzliches Willkommen, Herr Kopitsch. Auch hier noch ein paar kurze Angaben, sehr knapp. Franklin Kopitsch war 2003 bis zu seiner Emeritierung 2013 Professor für Soziale und Wirtschaftsgeschichte mit Schwerpunkt der norddeutschen Regionalgeschichte an der Universität Hamburg. Er ist ein ausgewiesener Experte für die Sozialgeschichte der frühen Neuzeit, insbesondere die Aufklärung, hat zur Stadt- und Landesgeschichte Norddeutschlands und zur hamburgischen Geschichte geforscht und umfänglich publiziert, wurde vom Verein für hamburgische Geschichte mit der renommierten Lappenberg-Medaille 1989 ausgezeichnet, ist gemeinsam mit Daniel Tilgner Herausgeber des Hamburg-Lexikons und gemeinsam mit Dirk Britzke Herausgeber der mehrbändigen hamburgischen Biografie und für den Zusammenhang heute Abend ganz zentral. Er leitet die 1992 eingerichtete Arbeitsstelle für hamburgische Geschichte an der Universität Hamburg. Neben dieser Arbeitsstelle hat auch die Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte ein einschlägiges Profil der Erforschung Norddeutschlands und Hamburgs, allerdings mit zeitlichem Schwerpunkt auf das 20. Jahrhundert. Und wir freuen uns, dass wir die stellvertretende Leiterin, Direktorin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Kirsten Heinsohn, für den Abend heute gewinnen konnten. Frau Heinsohn ist promovierte Historikerin, war viele Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und hat zuletzt als Professorin in Bielefeld und Kopenhagen gelehrt. Sie forscht zur Geschichte Hamburgs, zur Sozial- und Politikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, zur Frauen- und Geschlechtergeschichte sowie zur jüdischen Geschichte. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Frau Heinsohn. Damit sind die 3 Gäste schon vorgestellt und es fehlt nur noch die Moderation. Moderieren wird heute Abend Kirsten Pörschke. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und im Bereich der Körber-Stiftung Mitglied im Team des Geschichtswettbewerbs
und dort unter anderem für das Bundesland Hamburg zuständig. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Ich freue mich vor allen Dingen dann auch auf die Einspielung des Films und hoffe sehr und drücke die Daumen, dass das nach meiner Begrüßung hier jetzt, die so desaströs für die Technik verlaufen ist, noch gelingt, und lade Sie an dieser Stelle, wie das üblich ist im Körperforum, schon zu unserem anschließenden kleinen Umtrunk und zu den informellen Gesprächen ein. Vielen Dank. So, Herr Kupitsch, kommen Sie zu mir. Ist das so richtig, dass Silke ganz außen ist? Ja, alles wunderbar. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich trotz Schmuddelwetter den Weg ins Körperforum gefunden haben. Und was haben wir heute Abend vor? Sven Tetzlaff hat es ja schon berichtet. Wir werden das Hamburg-Geschichtsbuch kennenlernen. Das Hamburg-Geschichtsbuch möchte Hamburgs Geschichte vermitteln. Es hat aber ja auch selber eine Geschichte. Es hat einen Entstehungshintergrund, ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern seine Geschichte hat sehr viel damit zu tun, wo und wie in Hamburg Geschichte erforscht und vermittelt wird. Ist eingebettet in ein Netzwerk an vielen Geschichtsakteuren, in das Feld der Geschichtsvermittlung. Und darum möchten wir, bevor Frau Urbanski uns diese Webseite vorstellen wird, ein bisschen hier auf dem Podium diesen Rahmen einmal abstecken. Dass Sven Tetzlaff Sie schon alle vorgestellt hat, kann ich gleich mit Ihnen in die Themen unseres Gesprächs einsteigen. Warum überhaupt Regionalgeschichte? Wo ist die Regionalgeschichte in Hamburg zu Hause? Und wie steht es um die Vermittlung von Regionalgeschichte in den Hamburger Schulen? Vorab ein Hinweis, es wird zweimal heute Abend auch kurz für Sie die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Einmal ans Podium im Anschluss an dieses Gespräch und später auch noch direkt an Frau Urbanski zum Hamburg-Geschichtsbuch. Jetzt soll es aber losgehen. Wozu überhaupt Regionalgeschichte? Wir können uns ja jederzeit im Internet informieren über das, was überall in der Welt geschieht. Wir können uns vernetzen mit Menschen in allen Ecken der Welt. Und unser Leben ist geprägt von Ortswechseln, Mobilität, Migration. Herr Kupitsch, ist es da überhaupt noch zeitgemäß, sich heute mit regionaler Geschichte zu beschäftigen? Oder ist das nicht langsam ein Auslaufmodell? Im Gegenteil, ich denke, die Regionalgeschichte hat den ganz großen Vorteil, dass sie Prozesse der allgemeinen Geschichte am lokalen, am regionalen Beispiel verdeutlichen und vor allem auch vertiefen kann. Das heißt, es ist immer die Möglichkeit gegeben, ausgehend vom Wohnumfeld, von der Lebenswelt, der Arbeitswelt, tiefer hineinzuschauen und die großen Verflechtungen und Verknüpfungen zu erkennen. Wir haben es in Hamburg ja mit einem Sonderfall zu tun, insofern hier Stadtgeschichte über Jahrhunderte auch Landesgeschichte gewesen ist, ergibt sich aus der Struktur des Stadtstaates. Und wir haben diese etwas komplizierte Situation, dass in der hamburgischen Geschichte ja auch noch Teilgeschichten enthalten sind von Städten, die einmal selbstständig waren und auch jeweils ganz eigene Geschichten haben. Darunter Altona im holsteinisch-dänischen Kontext, da ist man schon in der europäischen und internationalen Politik. Harburg, Wilhelmsburg im hannöverschen Kontext, später dann wie Altona auch im preußischen. Auch damit schon wieder internationale Verflechtungen. Wandsbek gehörte auch in den holstein-dänischen Bereich. Ist ja durch Schimmelmann, den Großkaufmann und Sklavenhalter und Händler, ja auch ins Bewusstsein getreten. Und schließlich Bergedorf, einzigartig in der deutschen Geschichte. Nirgendwo hat eine gemeinsame Herrschaft so lange funktioniert wie die von Lübeck und Hamburg in Bergedorf. Also das sind alles schon Aspekte, die eine besondere Perspektive erlauben. Und es geht heute eigentlich immer auch neben der Stadtgeschichte um die Stadt-Umland-Verflechtungen. Und in Hamburg eigentlich ja schon seit der Hansezeit, verstärkt seit der frühen Neuzeit, um die Einbindung Hamburgs einerseits in die sich herausbildende Weltwirtschaft. Globalisierung ist ja kein neues Phänomen. Es hat immer Phasen
intensiverer, verdichteter Globalisierung auch in früheren Epochen gegeben. Und Hamburg war der Umschlagplatz eben zwischen Binnen- und Seeschifffahrt. Das heißt, von Hamburg aus sind viele Impulse, nicht nur Waren, sondern auch Gedanken, Meinungen, Ideen in das Binnenland gegangen. Und dieses Binnenland über die Elbe und ihre Nebenflüsse reichte bis ins Böhmische. Und als die Brandenburger dann eine Kanalverbindung geschaffen haben im 17. Jahrhundert, von der Spree zur Oder auch bis Schlesien. Also man sieht schon, es sind ganz viele spezifische Dinge. Und in der Stadt selber haben wir weit über 100 Stadtteile, auch mit eigener Geschichte, um die sich ja vor allem auch die Geschichtswerkstätten und die Stadtteilarchive, auch mancher Bürgerverein, bemüht. Also das ist sozusagen nochmal eine Nahsicht. Wir haben also Landesgeschichte, Stadtstaatsgeschichte, wir haben die Geschichte ehemals selbstständiger Städte und wir haben die kleinen, aus Dörfern ja überwiegend entstandenen Quartiere und Stadtteile. Das macht die Sache auch so reizvoll in Hamburg. Frau Heinsohn, die Forschungsstelle für Zeitgeschichte, die Sie ja stellvertretend leiten, hat den expliziten Auftrag, die Geschichte Hamburgs und des norddeutschen Raums im 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart zu erforschen. Zugleich findet man auf Ihrer Webseite aber ja auch sehr viele Vortragsreihen, Veranstaltungen, Tagungen, wo Sie den Blick deutlich weiten und über Hamburg hinausgehen. Welchen Stellenwert haben für Sie die regionalen Perspektiven auf Geschichte? Das ist eine sehr gute Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Zum einen ist es so, dass wir, nicht nur wir, sondern viele Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte betreiben, die Regionalgeschichte benutzen, um allgemeine Fragen der Geschichtswissenschaft zu beantworten. Das hat zum Beispiel damit zu tun, Herr Kopitsch hat das schon eben angedeutet, dass für viele allgemeine Fragen erstmal eine Basis in der Forschung geschaffen werden muss. Dafür müssen wir als Historikerinnen und Historiker in die Archive gehen und sehr viele Quellen lesen, um etwas zu erarbeiten. Und das macht man in der Regel erstmal regional. Das ist auch eine arbeitsökonomische Frage. Wie entsteht überhaupt die Basis für ergebnisorientierte weitere Diskussionen über allgemeine Fragen? Nehmen wir zum Beispiel die Frage der Globalisierung. Die können Sie auf der internationalen und transnationalen Ebene natürlich anhand der Quellen von internationalen Organisationen sich anschauen. Sie können aber auch diese Frage regional runterbrechen und fragen, welchen Beitrag hat die Hafenwirtschaft in Hamburg zu den Globalisierungseffekten um 1900 geleistet? Dann würden wir natürlich vor allen Dingen hier in regionale Archive gehen und dort arbeiten. Wir stellen damit also erstmal die Basis zur Verfügung, um durch den Vergleich von Regionen dann größere Antworten auf größere Fragen geben zu können. Das ist der eine Zugang, allgemeine Fragen aus regionalhistorischer Perspektive. Und der andere Zugang ist Regionalgeschichte per se, als nicht nur als Landesgeschichte zu nehmen, sondern auch als einen besonderen Ansatz in der Geschichtswissenschaft. Der hat eine gewisse Tradition, also die Landesgeschichte ist ursprünglich eher in der frühen Neuzeit, Mittelalter beheimatet gewesen. In den 70er Jahren ist die Regionalgeschichte auch, ich will mal sagen, entdeckt worden von der historischen Sozialwissenschaft, weil die Fragen der historischen Sozialwissenschaft nach der Geschichte von sozialen Gruppen zum Beispiel auch wiederum nur regional beantwortet werden konnte. So eine Arbeit wie Arbeiter in Hamburg von Herrn Herzig zum Beispiel oder Polen im Ruhrgebiet wäre so ein anderes Beispiel, wo sie eine bestimmte Gruppe in ihrer Sozialstruktur, in ihrer Entwicklung, in ihrem Vereinswesen und untersuchen wollen, können sie das erstmal nur regionalhistorisch machen. Das ist für die Region interessant und für weiterreichende Fragestellungen. Also deswegen glaube ich, dass man diese beiden Aspekte stark machen muss. Allgemeine Fragen, die man regional untersucht und spezifische regionale Fragen, wie zum Beispiel Polen im Ruhrgebiet oder wir könnten vielleicht auch mal fragen nach den Italienern, den Portugiesen, den chinesischen Migranten und anderen Migrantengruppen in Hamburg. Was ist eigentlich deren Geschichte? Das wäre ein spezifischer regionalhistorischer Ansatz, den wir aber dann auch erweitern können. Ich würde da gerne noch ergänzen, etwas, was wir nicht machen in der Forschungsstelle, da muss ich mich gleich von abgrenzen. Landes- und Regionalgeschichte wird sehr häufig auch aus identifikatorischen Gründen betrieben. Also das ist nicht das, was wir machen wollen. Vielleicht tragen wir manchmal dazu bei. Manchmal gibt es Anlässe, Erinnerungstage, Jubiläen, wo es sinnvoll ist, sich mal zu vergegenwärtigen. Nehmen wir die Revolution. Wir hatten da gerade jetzt eine gemeinsame Tagung mit dem Museum für Hamburgische Geschichte 1918.
Was sind die Ereignisse in der Region Hamburg um dieses Revolutionsgeschehen 1918 herum gewesen? Das können wir wissenschaftlich untersuchen, das wird aber sehr häufig auch sehr identifikatorisch untersucht, um, ich sag mal, den Lokalpatriotismus stark zu machen. Das ist legitim, das ist aber nicht das, was wir machen. Ja, daran knüpfe ich eine Frage an Sie, an Frau Urbanski. Sie sind ja auch Historikerin, sprechen hier aber vielleicht heute ein bisschen als Lehrerin und in die Schulen, für die Schulen. Es erscheint demnächst ein Handbuch für Regionalgeschichte im Wochenschau-Verlag von Anke John. Anke John ist Geschichtsdidaktikerin aus Jena und ist bei uns auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Geschichtswettbewerbs. Und sie konstatiert auf der einen Seite, dass regionalgeschichtliche Inhalte in der Schule nicht mehr so sehr Platz haben, weil die einfach zu spezifisch und partikular sind angesichts der immer zentralisierter werdenden Prüfung. Zum anderen beobachtet sie aber auch, Frau Heinsohn, den Punkt, den Sie ansprachen, dass regionalgeschichtliche Aktivitäten oft so einen folkloristischen Touch haben. Da ist das touristisch ausgerichtete Stadtmuseum, die regionale Imagekampagne, also wo doch eher so ein Comeback der Heimatgeschichte vielleicht auch stattfindet oder eher so eine weltabgewandte Identitätsvergewisserung mit Hilfe der Geschichte. Frau Urbanski, Sie animieren ja Ihre Schüler zum Beispiel beim Geschichtswettbewerb, Ihre Umgebung, die Geschichte Ihrer Umgebung zu erforschen, und Sie haben das Hamburg-Geschichtsbuch auf die Welt gebracht, suchen also nicht so sehr das Weite, würde ich jetzt meinen. Behaupte ich einfach mal. Wo liegt Ihrer Erfahrung nach der Mehrwert oder das besondere Potenzial, wenn sich Kinder und Jugendliche mit Regionalgeschichte beschäftigen? Also einmal gibt es das Prinzip, grabe dort, wo du stehst. Frau Heinsohn hat schon gesagt, sogar die Wissenschaftler ziehen vor, in die Archive in der Nähe zu gehen. Das verstehe ich völlig. Bei den Schülern ist das eigentlich eine Notwendigkeit. Die können nicht weit reisen, um Geschichte zu erforschen. Die graben da, wo sie sind. Ich nehme mal ein Beispiel. Die Zitronenjette, die ist uns allen bekannt und könnte schon als so eine folkloristische Figur dienen. Mhm. Wenn Schüler aber das Schicksal dieser Frau genauer untersuchen, dann kommen sie zu der Frage der Geschichte von Menschen mit Behinderung. Dann kommen sie zu der Frage der Geschichte von Randgruppen. Und genau das ist dann der Mehrwert. Man kommt von einem Punkt, der dort ist, wo man selbst ist, zu Problemfragen, die allgemein sind. Wenn ich mich darum kümmere, wer denn Hans Hummel war, dann werde ich herausfinden, dass das jemand war, dessen Leben eigentlich gescheitert ist, weil die Industrialisierung seinen Arbeitsplatz wegrationalisiert hat, nämlich das Wassertragen. Und damit bin ich dann wieder in der Geschichte der Industrialisierung, also dass der Effekt der Heimatgeschichte eigentlich gar nicht so sehr aufkommt. Die Frage zur Identität ist natürlich für uns Lehrer viel wichtiger. Wir möchten, dass unsere Schüler zu kritischen und politisch aktiven Menschen werden und dass der Geschichtsunterricht dazu etwas beiträgt. Und nur wenn man sein soziales Umfeld in seiner Entstehung kennt, kann man sich auch selbst als politischen Akteur darin verstehen. Und das ist etwas, was die Beschäftigung mit regionalen Strukturen und Regionalgeschichte viel leichter bietet als die Geschichte beispielhaft aufzurollen, zum Beispiel in Hamburg an Quellen über Stuttgart. Wenn ich mich verstehe als jemand, der politisch aktiv sein will, der, fangen wir an mit dem Wählen gehen, aber später vielleicht auch in der Schülerpolitik, dann muss ich ja wissen, wie das gewachsen ist, mit dem ich mich beschäftige. Und das ist etwas, wo uns die Regionalgeschichte ein ganz großes Feld bietet, um Unterricht anders zu machen, näher am Schüler zu machen, dann doch näher an der Identität der Schüler. Ich habe von einer Untersuchung gehört in Schleswig-Holstein, in Ahrensburg,
wie sich die Schüler identifizieren. Die Arnsburger Schüler identifizieren sich über den Großraum Hamburg. Da gehen sie nämlich aus, da gehen sie einkaufen, da fahren sie hin. Die interessieren sich also für Regionalgeschichte Ahrensburgs nicht so sehr wie für die Regionalgeschichte Hamburgs. Aber wenn sie in Ahrensburg vielleicht irgendwann in einer Bürgerinitiative arbeiten wollen, dann müssen sie eigentlich wissen, wie die Verhältnisse in Schleswig-Holstein sind. Insofern sieht man, dass das politische Bewusstsein von Schülern und das soziale Bewusstsein von Schülern dadurch gefördert werden kann, wenn man ihnen vermittelt, wie das geworden ist, wo sie sind. Ja, ein klares Plädoyer für Regionalgeschichte. Wir werden später noch dazu kommen, wo man ansetzen kann, um mehr Regionalgeschichte in die Schulen, in den Unterricht zu bringen. Ich würde jetzt gerne einen Blick mit Ihnen darauf werfen, wo in Hamburg die Regionalgeschichte, die Landesgeschichte zu Hause ist. Landesgeschichte ist als wissenschaftliche Disziplin ja ein relativ vergleichsweise junges Fach. Ich habe gelesen, um 1900 wurden die ersten Professuren dafür eingerichtet, wobei es natürlich regionale Geschichtsschreibung und Forschung schon sehr viel länger gibt durch Stadtschreiber, Archivare, Vereine. Momentan gibt es, ich habe da geguckt, auf einem Online-Portal Virtual Library zur Landes- und Regionalgeschichte 43 Lehrstühle für Landes- und Regionalgeschichte in Deutschland. Nicht alle ganz explizit und ausschließlich, aber doch eine ganz erstaunliche Zahl. Herr Kopitsch, warum haben wir so einen nicht in Hamburg? Eine gute Frage, denn wir haben fast 100 Jahre Universität, 1919, 2019, Jubiläum steht bevor. Es hat eigentlich oft Lehraufträge gegeben für Stadtgeschichte, meistens von Archivaren wahrgenommen. Es hat natürlich auch immer Kolleginnen und Kollegen gegeben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit für bestimmte Epochen auch stadtgeschichtliche, landesgeschichtliche Themen vergeben haben. Also es sind viele Doktorarbeiten, auch Habilitationen erschienen. Aber so eine eigentliche feste Ausrichtung hat es erstmals gegeben 2003, als ich von Bremen zurückkam und die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte dann eine der Professuren, es waren ja mal vier, mittlerweile leider alle verloren gegangen, eine mit dem ausdrücklichen Schwerpunkt norddeutsche Regionalgeschichte versehen wurde, in Kombination mit der schon erwähnten Arbeitsstelle für hamburgische Geschichte, die ja Professor Ahrens 1990 durchgesetzt hat und die 1992 dann mit der Arbeit begonnen hat. Sie kennen wahrscheinlich das Hamburg-Lexikon, das aus dieser Arbeit entstanden ist, vier Auflagen bis 2010. Wir hoffen alle, dass es jetzt auch irgendwann digital präsentiert werden kann. Und wir haben dann ja bisher sechs Bände einer hamburgischen Biografie herausgegeben, unterstützt von Hamburger Unternehmen, aber auch von der Körber-Stiftung, die uns einen Band finanziert hat. Wir könnten jetzt den Band 7 machen, da fehlen uns noch 7.000, 8.000 Euro, haben aber schon wieder Zusagen von Hamburger Stiftungen. Und da werden dann, wenn das fertig ist, etwa 2.200 Persönlichkeiten, und zwar aus allen sozialen Schichten, auch aus allen Teilen Hamburgs, drin zu finden sein. Also das ist etwas, was die Arbeitsstelle geschafft hat und sich verstanden hat, immer auch als ein kleines Zentrum für den Austausch mit den vielen, die in Hamburg auch Stadt- und Landesgeschichte betreiben. Da ist in Hamburg nicht überraschend ja auch die Zivilgesellschaft zu erwähnen, der Verein für Hamburgische Geschichte, 1839 gegründet. Ich darf ganz herzliche Grüße bestellen von Rainer Nicolaisen, der heute verhindert ist. Der muss in einer Sitzung in der Staats- und Universitätsbibliothek präsent sein. Ich freue mich sehr, dass sein Vorgänger im Amte des Vereinsvorsitzenden Just Grolle hier ist, der ja auch einmal ein Buch über die Hamburger Historiker geschrieben hat und mit seiner Frau Inge zusammen ja den Max-Brauer-Preis zurecht bekommen hat für die Verdienste um die Stadtgeschichte. Dieser Verein blüht und gedeiht, hat also ein Viertel auch junge Mitglieder, was ausgesprochen erfreulich ist, dass ein großer Teil von Studentinnen und Studenten sich dort engagiert, auch mit eigenen Programmbeiträgen. Wir haben schon erwähnt, die Geschichtswerkstätten, die Stadtteilarchive. Keine deutsche Großstadt hat so viele aktive Geschichtswerkstätten und Stadtteilarchive wie Hamburg. Das begann ja, Frau Heinsohn hat darauf hingewiesen, in den 1980er Jahren, als man sich von der eher dynastisch staatlich geprägten Landesgeschichte abwandte zur Regionalgeschichte, also das schwedische Motto, Grabe, wo du stehst, was Silke Urbanski schon angesprochen hat, hat hier in Hamburg wirklich reiche Früchte geschlagen. Es gab immer auch in Hamburg ein Archiv, das sich auch als eine Stätte der Forschung und der Vermittlung verstanden hat. Da muss man sagen, dass das Hamburger Archiv hier deutlich Entwicklungspotenziale hat. Das war schon mal sehr viel besser in beiden Richtungen, obwohl wir ja sehr dankbar sind, dass mit Frau Fleischer eine engagierte Archivpädagogin dort auch tätig ist.
was ja für die Wettbewerber auch wichtig ist. Wir haben die historischen Museen, die ja in Hamburg allesamt aus Bürgerinitiativen beziehungsweise das Museum für Hamburgische Geschichte aus dem Verein für Hamburgische Geschichte hervorgegangen ist. Und da gibt es jetzt sehr spannende Neuorientierungen, also die neue Präsentation im Museum für Hamburgische Geschichte, dann die Neuausrichtung des Altonaer Museums, das immer mehr war als ein nur Stadtmuseum. Es war eigentlich immer ein Provinzialmuseum für Schleswig-Holstein und hatte ja auch mal, leider haben sie das selber rausgenommen, den Untertitel Norddeutsches Landesmuseum. Wir haben das Museum der Arbeit, auch entstanden aus einer Initiative, ursprünglich mal für Ottensen gedacht, danach Barmbek gekommen. Das sind also die drei großen in der Stiftung Historische Museen. Wir bekommen das Deutsche Hafenmuseum, ein Geschenk aus Berlin, wo jetzt ja erstmal der Standort geklärt werden muss, aber dann die spannende Frage, wie soll sich das positionieren zwischen Deutschem Schifffahrtsmuseum Bremerhaven und Europäischem Hanse-Museum in Lübeck. Und da ist ein Stichwort hier heute ja schon gefallen, es könnte eine große Chance sein, die Geschichte von Globalisierungen zu zeigen, immer verknüpft mit den deutschen Häfen, mit der seewärtigen und mit der binnenländischen Orientierung, mit den Waren, die hierher kommen, das war ja von Frau Heinsohn, glaube ich, auch schon angesprochen worden, neue Produkte, die dann hierher kommen, Gummi, Kautschuk, Kaffee und alles in Hamburg um 1900. Und was bedeutet das eigentlich für das Ursprungsland, für die Produzenten? Was bedeutet das für die Logistik? Was bedeutet das für den Weitervertrieb ins Binnenland? Also da könnte so ein Museum tatsächlich eine große, auch sehr anschauliche Funktion bekommen. Das wird also ein Thema der nächsten Jahre werden. Wir haben die Forschungsstelle, dazu ist schon gesagt worden, auch wirklich ein bundesweit beachtetes Institut. Wir haben das Institut für die Geschichte der deutschen Juden, das ja sehr aktiv auch in den Stolperstein-Projekten mitwirkt. Wir haben die Gedenkstätte in Neuengamme, die KZ-Gedenkstätte, die auch hervorragende Forschungsbeiträge zur hamburgischen Geschichte geliefert hat, auch vieles biografisch spannende Material, Aufzeichnungen von Gesprächen mit Zeitzeugen, was ja auch die Werkstatt der Erinnerung in der Forschungsstelle macht. Also da ist wirklich ein großer Fundus und eben auch eine vorbildliche Bildungsarbeit und auch eine internationale Zusammenarbeit. Das ergibt sich ja daraus, dass dies das Konzentrationslager war mit dem höchsten internationalen Grad an Häftlingen, also auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wir haben eine sehr rührige Landeszentrale für politische Bildung. Auch das ist ein Unterschied zu manchem Nachbarland, wo ja vor allem Frau Barke in den letzten Jahren viel dazu beigetragen hat, dass über Persönlichkeiten, aber auch über Rundgänge in der Stadt auch neue Formen der Vermittlung und eben der Möglichkeit, sich zu informieren, präsentiert wurden. Was fehlt, ist so ein institutioneller Mittelpunkt. Das muss gar nicht mit allzu großem Aufwand betrieben werden, wo diese Dinge zusammenlaufen, so wie das zwischen 2003 und 2013 der Fall war. Ich mache das jetzt ja ehrenamtlich weiter, solange es noch geht. Aber auf Dauer braucht so eine Stadt wie Hamburg, eine solche Metropole, auch eine Verankerung der Stadt- und Regionalgeschichte, die ja eben mehr ist als nur das Lokale, an der Universität. Also ich hoffe, dass das der Universität genauso gelingen wird, wie die Bemühungen, das untergegangene Naturhistorische Museum wieder zu beleben, was ja eine Hoffnung war, vielleicht im Jubiläumsjahr, es wird länger dauern. Aber das sind so zwei Punkte, wo in Hamburg Kulturpolitik, Wissenschaftspolitik und Bildungspolitik sehr viel enger zusammenarbeiten müssten, weil alle drei davon profitieren würden, wenn solche kleinen, auch gar nicht unbedingt sehr aufwendigen vom finanziellen her, Verknüpfungspunkte entstehen könnten. Ja, neben jetzt, all den zivilgesellschaftlichen Beiträgen. Ja, jetzt haben Sie ja schon sehr anschaulich die ganze breite Geschichtsszene Hamburgs aufgefächert. Frau Heinsohn, würden Sie sich, finden Sie, das ist ein schöner Zustand und hat das Vorteile, dass das in Hamburg so verstreut ist? Oder wünschen Sie sich nicht auch manchmal eine zentrale Institution, eine koordinierende Stelle, wo alle Aktivitäten ein bisschen zusammenfließen? Also ich möchte erst mal sagen, dass ich das Anliegen von Herrn Kopitsch auch sehr unterstütze, dass die Arbeitsstelle für hamburgische Geschichte auf jeden Fall besser institutionalisiert wird, als sie jetzt ist. Das steht völlig außen vor. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob wir dann alles an Koordinations- und inhaltlicher Bearbeitungsfunktion auf diese Arbeitsstelle konzentrieren sollten, weil die Vielfalt dieser Player, die wir hier in Hamburg haben, die hat auch viele Vorteile und die sollten wir auch nicht zu gering schätzen. Einerseits wäre es schön, wir hätten auch eine Professur für Landesgeschichte, wobei ich mir das dann sehr modernisiert vorstellen möchte, zusammen mit der Arbeitsstelle, weil was mir persönlich fehlt, ist, dass wir
die Geschichtsschreibung über die Geschichte Hamburgs überhaupt nicht erforschen. Das ist etwas, was Herr Grolle zum Beispiel gemacht hat. Ja, der, Herr Grolle, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf für Ihr Buch, Hamburg und seine Historiker, ist das einzige Buch, das versucht mal überhaupt, wo Herr Grolle versucht nachzuvollziehen, wie hat sich denn die Geschichtsschreibung über Hamburg überhaupt entwickelt. Dafür fehlt uns tatsächlich eine koordinierende Stelle. Ja, Herr Kopitsch und Herr Brietzke und auch die haben das immer mal angeschoben, aber das ist auch ein langfristiges Projekt. Welche Mythen über Hamburg so im Umlauf sind, ist an verschiedener Stelle schon mal widerlegt worden. Aber interessant wäre trotzdem immer noch die Frage, wie hat sich dann die Geschichtsschreibung über Hamburg entwickelt? Was sind Konjunkturen, welche Themen tauchen wann auf, warum verschwinden die wieder, wer sind die Protagonisten? Herr Grolle hat es so gelöst, dass er die bekanntesten Persönlichkeiten aus der Hamburg-Geschichtsschreibung im 19. von der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert sich angeschaut hat, also ist von den Personen ausgegangen. Das ist eine Möglichkeit, so etwas zu beschreiben. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht nach den Trends in der Geschichtswissenschaft auch mal zu schauen und dann zu gucken, wie spiegelt sich das in der Regionalgeschichte Hamburgs wider. Also da würde ich so eine koordinierende, zentralisierende Funktion sehr begrüßen, egal wer das macht. Mhm. Wo ich es nicht begrüßen würde, ist, dass die, wenn diese Vielfalt an Initiativen dann verloren gehen würde. Denn ich glaube, dass wir hier ganz unterschiedliche Interessen haben, aber auch Interessen bedienen. Unsere Arbeiten zum Beispiel in der Forschungsstelle werden sehr viel von Fachkollegen und Fachkolleginnen wahrgenommen und von einem interessierten Publikum, das ist aber immer noch begrenzt. Die Arbeiten zum Beispiel der Stadtteilarchive werden von ganz anderen Personen wahrgenommen und mit Leben gefüllt. Eine Gruppe hat Herr Kopitsch jetzt in seiner Aufzählung zum Beispiel gar nicht angesprochen, das sind die Medien und Publizisten, die auch oder Romanschriftstellerinnen, die etwas über Geschichte machen. Und die haben wiederum ein ganz anderes Publikum. Und das ist auch ein wichtiger Teil der Geschichtsauffassung, nicht der Geschichtsschreibung, sondern der Geschichtsauffassung über eine Region. Also diese Vielfalt, die würde ich gerne erhalten haben wollen. Die sollte nicht künstlich eingeengt werden, weil ich es sehr schätze, dass dieses starke zivilgesellschaftliche Engagement in Hamburg vorhanden ist. Herr Kopitsch hat das gesagt, das ist nicht überall so. Da gibt es auch Gegenbeispiele. Und ich glaube, dass man das eben dann auch in den Schulen, in den Weiterbildungseinrichtungen, in den öffentlichen Veranstaltungen merkt. Nicht umsonst sitzen hier sehr viele Interessierte heute, um sich über das Geschichtsbuch informieren zu lassen. Das ist ein Effekt davon, dass unterschiedliche Interessensgruppen unterschiedliche Angebote bekommen. Und diese Vielfalt würde ich persönlich sehr gerne erhalten wollen. Danke. Sie haben jetzt, Frau Heinsohn, das Stichwort Schule schon genannt, was mich dazu bringt, in Richtung Vermittlung nochmal auf die Schulen zu gucken, weil ja Schulen ein zentraler, wenn nicht der wichtige Ort für Geschichtsvermittlung an junge Leute sind, wo das stattfindet. In den meisten deutschen Lehrplänen, Curricula für das Fach Geschichte, findet man den Gedanken, dass die Beschäftigung mit regionaler Geschichte, Lokalgeschichte für den Erwerb historischer Kompetenzen unverzichtbar ist. Meistens bleibt es aber auch bei diesem allgemeinen, vielleicht sogar lapidaren Bekenntnis. Angesichts der immer kompetenzorientierter ausgerichteten Lehrpläne müsste ja eigentlich eine Beschäftigung mit regionaler Geschichte sehr erwünscht sein. Weil da ja Schüler die Möglichkeit haben, selber zu forschen, in die Rolle von Historikern zu schlüpfen. Frau Urbanski, wie sieht das in Hamburg aus? Wie klar ist hier durch die Lehrpläne oder auch anders wie der Auftrag an die Lehrer? Der Auftrag an die Lehrer ist, kompetenz- und problemorientierten Unterricht zu machen. Problemorientierter Unterricht heißt, ich stelle Fragen an die Geschichte. Und das geht regionalhistorisch natürlich sehr viel einfacher, als wenn ich, komme wieder mit dem Beispiel aus Stuttgart, mich mit dem Stadtrecht von Stuttgart aus dem 13. Jahrhundert beschäftige. Das heißt, diese Problemorientierung und, wie Sie auch sagten, durch das Selbstforschen, die Kompetenzorientierung,
des Geschichtsunterrichts lässt sich leicht mit Regionalgeschichte füllen. Ich möchte aber nochmal zurückgreifen auf diese sehr, sehr vielfältige Geschichtslandschaft in Hamburg. Die Arbeitsstelle für hamburgische Geschichte ist klein und sehr hochkarätig besetzt, aber sie kann diese Knotenpunktfunktion im Moment nicht erfüllen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir diese Website machen konnten. Denn hier ist für Lehrer jetzt der Startpunkt, ganz viele Akteure in Hamburg kennenzulernen und zu schauen, welches ist denn der Akteur, mit dem meine Schüler am besten zusammenarbeiten können. Das kann das Stadtteilarchiv oder die Geschichtswerkstatt in der Nähe sein. Das kann aber auch vielleicht die Werkstatt der Erinnerung in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte sein, wo es hunderte von wunderbaren Audiomitschnitten von Zeitzeugen gibt. Und diesen Knotenpunkt, den möchten wir jetzt ins Internet stellen. Wir möchten das breite, wunderbare Angebot, diese blühende, vielfältige Landschaft erschließbar machen. Auch für Geschichtslehrer, die von außen nach Hamburg kommen, aber auch für den Schüler selbst. Wenn Schüler heute Abitur machen, müssen viele von ihnen eine Präsentationsleistung machen. Diese Präsentationsleistung erfordert Forschungsarbeit. Ich glaube, ich kann wirklich behaupten, jeder Schüler, der für seine Präsentationsleistung in der Staatsbibliothek recherchiert, hat schon eine bessere Note in der Tasche als der, der nur im Internet guckt. Aber sie gucken natürlich im Internet. Und für die Geschichte gibt es jetzt halt dieses eine Tor, durch das man gehen kann und die ganze Kompetenz, die in Hamburg in Sachen Geschichte vorliegt, abrufen kann. Und das ist etwas, was für Schule sehr, sehr wichtig ist. Der Geschichtsunterricht heute ist tatsächlich ein Unterricht, der nicht in Hamburg regionalgeschichtlich verankert sein muss. Wir möchten aber sagen, er kann es. Und dafür gibt es jetzt das Hamburg-Geschichtsbuch. Jetzt haben Sie schon eine wunderbare Überleitung geschaffen zur Vorstellung des Hamburg-Geschichtsbuchs. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber auch Ihnen gerne noch die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen. Wir haben zwei Kolleginnen hier, die mit einem Saalmikro zu Ihnen kommen können. Ich würde gerne, wenn Sie Fragen haben, ein paar Fragen sammeln und Sie bitten, die möglichst knapp zu stellen und eingangs kurz Ihren Namen zu nennen, vielleicht auch gerne Beruf oder Institution, dann haben wir ein bisschen einen Hintergrund, um die Frage einordnen zu können. Ist schon jemand mit einer Frage hier? Nein, noch zu früh, sonst bleiben wir auch einfach noch ein bisschen unter uns auf dem Podium. Dann, doch, da ist eine Frage. Bitte schön. Ich möchte gerne, ich stamme aus den Walddörfern, zum Beispiel Duvenstedt. Ich möchte nicht unbedingt jetzt nach Eutin ein paar Mal fahren. Gibt es hier so über 1905, Entschuldigung, dass ich so blöd spreche. Also nochmal, 1905 wurden einige Bücher geschrieben, oder davor oder danach. Zum Beispiel über die Geschichte von Duvenstedt, Lemser, Wohldorf-Ohlstedt und so. Aber ich möchte nicht unbedingt jetzt nach Eutin, um jetzt über die Länderkunde was zu erfahren. Ist hier was zu finden, was zum Beispiel über Hexenverfolgung oder sonst was zu tun hat. Das hört sich jetzt ein bisschen irre an, was ich jetzt sage. Aber ich möchte gerne Bücher, die jetzt um 1905 rum geschrieben worden sind. Weil ich nichts im Internet gefunden hatte. Ich glaube, also, es gibt einen Tipp für Sie. Das Internet führt nicht immer zum Erfolg, obwohl es zunehmend mehr Daten hat. Aber zu Duvenstedt oder, das ist ja ein holsteinischer Ort, gehört nicht zu den hamburgischen Walddörfern, das benachbarte Wohldorf und Ohlstedt schon. Da gibt es eine ausgedehnte Heimatforschung. Es gibt vieles in den Jahrbüchern des Alstervereins. Das ist so ein aus dem heimatkundlich nahinteressende erwachsener Verein, der heute ja auch noch besteht, das Alstertalmuseum betreibt im Torhaus in Wellingsbüttel.
Und es gibt auch eine ganze Reihe älterer guter Arbeiten über diesen Bereich. Was in der Regel fehlt in vielen Randbereichen Hamburgs, das ist die Zeitgeschichte. Also wie haben sich solche Orte im 20. Jahrhundert entwickelt? Ich kenne Duvenstedt ja noch aus Schulausflügen als Bauerndorf mit Bauernhäusern. Und das hat sich ja eigentlich total verändert. Also dieser Umbruch in den hamburgischen Randbereichen oder auch im angrenzenden Schleswig-Holstein, das ist noch ein ganz tolles Thema für die Zeitgeschichte. Da gibt es aber auch aus der Forschungsstelle schon hochinteressante Arbeiten, wichtige Aufsätze dazu. Aber wie gesagt, Sie können mich gerne noch ansprechen, en Detail, wie Sie zu weiteren Informationen über Duvenstedt kommen können. Also mir fällt also jetzt nur Eutin ein, ne? Oder nein, also man muss gar nicht nach Eutin oder Schleswig. Die Hamburger Staatsbibliothek sammelt ja alles, was in Hamburg und seit 1937 eben im großen Hamburg geschrieben worden ist. Also Pflichtexemplare müssen abgegeben werden. Da finden Sie dann auch Festschriften aus Duvenstedter Vereinsjubiläen oder Duvenstedter Jubiläumsfeierlichkeiten. Also ein großer Fundus ist schon in der Staats- und Universitätsbibliothek. Auch da empfiehlt es sich eben über die gängigen Kataloge zu gehen. Das ist ein bisschen unübersichtlich im Moment, weil es einen Campus-Katalog gibt und einen Beluga-Katalog. Am besten guckt man beide an unter den Stichworten und da kommt man in der Regel schon sehr weit. Vieles davon ist ja auch im Hamburgensien-Lesesaal aufbereitet, sodass man das gar nicht erst groß bestellen muss, sondern schon vor Ort anschauen und gegebenenfalls auch Kopien machen kann. Also die Staats- und Universitätsbibliothek hat einen großen Fundus. Das Staatsarchiv hat auch eine wunderbare Bibliothek, ist aber von den Möglichkeiten der Nutzung her ein bisschen eingeschränkter als die Staats- und Universitätsbibliothek. Aber das wären so die Anlaufstellen. Wenn Sie jetzt über das alte Duvenstedt forschen wollten, also wer waren da die Bauern im 17., 18. Jahrhundert, hat es da möglicherweise Konflikte gegeben oder Spannungen, dann müsste man in der Tat, weil es ja erst 1937 zu Hamburg gekommen ist, nach Schleswig ins Landesarchiv. Das ist in Hamburg ein bisschen unübersichtlich, weil wir dann zum Teil ja für das Hannoversche nach Hannover müssen. Aber das meiste, was Bergedorf betrifft, ist inzwischen in Hamburg. Als Lübeck dann verzichtet hat auf seinen Anteil 1867, 68, das kann man alles wunderbar in Hamburg recherchieren. Und die Literatur ist eigentlich hier vor Ort präsent. Sogar Zeitschriften, Stadtteilzeitschriften, die es ja in den Walddörfern auch gegeben hat, die finden Sie auch in der Staats- und Universitätsbibliothek. Da kann man dann ja für die Zeitgeschichte auch schon einen ersten Rechercheversuch machen. Ja. Wenn sonst aus dem Publikum keine andere Frage da ist, hätte ich nämlich noch eine. Und zwar, mich würde interessieren, wie es um den Nachwuchs aussieht. Also über Schule sprechen wir noch, aber auch der wissenschaftliche Nachwuchs. Frau Heinsohn, wie nehmen Sie das wahr? Interessieren sich die jungen Leute, die Geschichte studieren, für Regionalgeschichte? Ja. Ja, ganz klar. Es gibt natürlich nicht alle, das wäre auch komisch. Also viele Studierende interessieren sich eher für internationale Geschichte oder auch für die Geschichte da Länder, wo heute Brennpunkte sind. Auch da können wir zum Beispiel in Hamburg nicht immer was anbieten. Wir haben keine Professur mehr für die Geschichte des Nahen Ostens zum Beispiel. Also da sind Konjunkturen ganz klar zu erkennen. Wir vergeben aber sehr gerne in den Prüfungsarbeiten, das beginnt bei den BA-Arbeiten, aber auch bei den Masterarbeiten, wenn wir mit den Studierenden entwickeln, wie sie ihr Thema schneiden sollen, passiert es sehr häufig, dass wir sagen, dass sie ankommen, sagen, ich möchte mal irgendwas über die 50er Jahre machen. Und dann versuchen wir im Gespräch herauszufinden, wo ist das besondere Interesse. Und häufig ergeben sich dann Themen, die wir sehr gut mit Hamburg verbinden können, weil natürlich die Studierenden, das geht auch den Schülerinnen und Schülern so, die müssen vor Ort forschen können. Die können nicht irgendwie ausgedehnte Forschungsreisen unternehmen. Also da gibt es ein Interesse an der hamburgischen Geschichte, das kommt aber aus einem allgemeineren Interesse. Das kommt nicht so sehr aus dem originären Interesse an, wie war es in Hamburg. Hamburg ist dann eher das Beispiel. Mhm. Und daraus entstehen zum Teil sehr gute Arbeiten. Ich rechne eigentlich damit, dass wir jetzt einen kleinen Boom von Forschungsarbeiten zur Novemberrevolution 1918 und Folgen haben werden. Das hängt dann auch immer mit den Jahrestagen zusammen. Ich glaube, dass die jeweiligen Forschungsschwerpunkte der Lehrpersonen dann auch immer eine Rolle spielen. Also ich merke so, dass jetzt zum Beispiel, seit ich da bin, ein paar mehr sich interessieren für Frauen- und Geschlechtergeschichte und dann auch mal was über den Frauenrat in Hamburg machen und so weiter. Also da gibt es großes Interesse und wir kanalisieren das auch ein wenig. Sehr bewusst, weil das für die Studierenden eine Möglichkeit gibt, eine handhabbare, abschließbare und gut benotete Arbeit dann auch zu produzieren. Die Arbeiten, die anfangen mit, ich erkläre die Welt, die klappen meistens nicht.
Und wie sieht das aus in den Schulen? Also was nehmen Sie, also Sie selber bringen ja Regionalgeschichte zu Ihren Schülern, da Sie die auch an den Geschichtswettbewerb unter anderem heranführen. Was ist so Ihr Eindruck, wenn Sie mit Kollegen anderer Schulen sprechen? Also findet viel Regionalgeschichte im Unterricht statt? Noch auch bisher ohne das Hamburg-Geschichtsbuch? Noch nicht so viel. Also es gibt immer einige von uns Lehrern, die sich sehr für Regionalgeschichte interessieren. Die können das dann auch sehr gut in den Unterricht einbringen. Wer das jetzt machen möchte, ohne großes eigene Vorkenntnis oder großes eigenes Engagement, hat das Problem, dass in Hamburg die Quellen nicht leicht zur Verfügung sind. Das wird sich mit dem Hamburg-Geschichtsbuch ändern. Das werden Sie auch später noch sehen. Ich habe eine siebte Klasse mal gefragt zum Thema Mittelalter, was sie denn interessiert. Das war natürlich Störtebeker. Dann kam aber auch bald, wie war es denn in Hamburg? Und das haben wir dann auch ein Vierteljahr lang gemacht. Das fanden sie sehr, sehr großartig. Bei meinen größeren Schülern muss ich sagen, da hinten stehen vier, die können Sie fragen. Die haben alle Geschichtsunterricht und zwar nicht bei mir. Und auch teilweise zwei, bei mir zwei nicht. Ich merke beim Geschichtswettbewerb, dass das regionale Interesse groß ist. Was aber auch immer, ich merke es, das politische Interesse groß ist. Die politische Frage an die Geschichte. Wie waren Herrschaftsstrukturen, wie waren soziale Strukturen, wie war aber auch Alltagsleben, wie waren kulturelle Bedingungen? Das sind Fragen, die die Schüler in den Unterricht mitbringen und die wir dann im Rahmen der Rahmenrichtlinien aufnehmen sollten. Hamburg bietet dafür sehr viel. Und das ist das, wo ich denke, wenn wir den Zugang schaffen zu Materialien, mit denen man diese Fragen der Schüler beantworten kann, die Probleme nennen wir das, die Probleme, die die Schüler an den Unterricht herantragen, dann haben wir was gewonnen, weil die Schüler auch selbst noch mal hingehen können und sich das anschauen können, weil sie selbst weiter forschen können, weil sie selbst tätig werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Frau Heinzo, ja, ich würde gerne was ergänzen oder auch fragen, Silke. Ich war, als ich in Kopenhagen unterrichtet habe, da haben wir auch Lehrer ausgebildet, Lehrerinnen, da bin ich überrascht gewesen zu lernen, dass in Dänemark eben keine vorgeschriebenen Themen im Geschichtsunterricht vorgeschrieben sind nach dem Lehrplan, sondern es gibt, wie du sagst, Fragen, die sollen irgendwie beantwortet werden oder bearbeitet werden. Und die Studierenden bringen dann aus ihrem eigenen Studium ihre Erkenntnisse in den Unterricht ein. Und das war für mich eben der Ansatzpunkt, wo ich gesagt habe, das ist spannend. Das heißt, das, was ich ihnen hier in meinem Unterricht beibringe, das nehmen die dann direkt mit in die Schule. Vielleicht auch nicht, aber so war meine Hoffnung. In der Bundesrepublik sind ja Lehrpläne doch etwas starrer. Also es gibt in Dänemark gar nicht so vergleichbare Lehrpläne. Das kann ein Vorteil sein. Also man hat ein Gerüst, man weiß, man hat Überblickswissen am Ende der 10. Klasse und so weiter. Das, finde ich, brauchen wir nicht ernsthaft in Frage zu stellen. Aber die Freiheit der Lehrenden, eigene Themen mitzubringen, also zum Beispiel die Studierenden, die wir ausbilden, die dann ihre Themen mitbringen könnten in die Schule, da sehe ich noch so ein bisschen ein Problem. Das sagen die Studierenden ja auch häufig, ja, wie soll ich denn das nachher anwenden, was wir hier machen? Sie behaupten dann immer, da wären die Lehrpläne eine Einschränkung. Da würde mich einfach interessieren, ob du das auch so wahrnimmst, dass Lehrpläne ein Hinderungsgrund sind für mehr Regionalgeschichte oder gerade nicht. Lehrpläne sind kein Hinderungsgrund für mehr Regionalgeschichte. Wie ich schon sagte, die Themen und die Probleme und die Kompetenzen, die wir vermitteln sollen, kann man wunderbar an Regionalgeschichte vermitteln. Das war auch das, womit wir angetreten sind, als die Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte, Franklin Kopitsch, Dirk Britzke und viele andere und ich über das Hamburg-Geschichtsbuch zuerst diskutiert haben, haben wir gesagt, ja, alle Themen, alle Probleme kann man mit Beispielen aus Hamburg illustrieren. Und die Rahmenrichtlinien, die wir in Hamburg haben, sind unterschiedlich für die Stadtteilschulen und für die Gymnasien. Die Stadtteilschulen arbeiten an Problem- oder Themenfeldern
Und die Gymnasien haben durchaus von Klasse 5 bis 10 einen chronologischen Durchlauf, wobei dabei auch Freiheit in der Schwerpunktsetzung bei dem Lehrer ist. Was die Studenten sagen, und das kenne ich auch noch aus meiner Zeit an der Universität, das, was wir hier gerade machen, womit wir uns beschäftigen, kann ich nicht direkt in den Unterricht einbringen. Das stimmt so. Ich denke, wir sollten in Zukunft auch vielleicht an der Universität darüber nachdenken, ob wir Lehrerstudenten nicht separat unterrichten, sondern ob wir ihnen einen Zugang zu den Rahmenrichtlinien, zumindest in Hamburg, im Studium schon auferlegen, damit sie einmal schauen, was muss ich später können. Aus meiner Erfahrung als Geschichtslehrerin ist aber Folgendes zu sagen. Wer ein guter Historiker ist, der wird auch später, wenn er dann auch ein guter Pädagoge ist, auch ein guter Geschichtslehrer sein. Wer aber von Geschichte und Methodik der Geschichte, Verfahrensweisen, Fragestellungen und auch von der Mentalität der Historiker nichts weiß oder nichts wissen will, der wird Geschichte nicht so intensiv vermitteln können wie jemand, der gerne Geschichtsstudent und Historiker gewesen ist. Insofern, das, was die Studenten an der Uni beispielhaft durch ihre eigene Forschungs- und Lesearbeit lernen, das können sie zwar nicht direkt einbringen in den Unterricht, aber ihre Kompetenzen, ihr Interesse, der didaktische Sinn, den man entwickelt als Historiker, den kann man auch als Geschichtslehrer weiter ausleben. Denn jedes Mal, wenn es zum Beispiel ein neues Zentralabiturthema gibt, muss ich mich neu einarbeiten in bestimmte Bereiche. Andere haben die schon abgedeckt. Hm. Im Moment ist zum Beispiel DDR-Geschichte das ein Thema. Das war für mich völlig neu. Und ich habe jetzt aber auch über die Arbeit am Hamburg-Geschichtsbuch entdeckt, dass es zusätzlich zu Christoph Strupps Artikel über Hamburg zur Zeit der Wiedervereinigung es Strukturen und Ereignisse und Entwicklungen gab, die ich vorher nicht kannte, die mit Hamburg und mit der Wiedervereinigung und der Struktur der DDR zu tun haben. Insofern ist das detektivisch-historische Arbeiten, was die Studenten lernen und was hoffentlich auch ihre Motivation fürs Studium ist, das ist dann im Beruf doch wieder auslebbar und wiederzufinden. Mhm. Ich habe über das Kloster Havestohude promoviert. Ich habe noch niemals in meinem Schulleben Klostergeschichte im Mittelalter unterrichtet. Macht nichts. So, ich glaube... Eine Frage. Okay, für eine Frage haben wir noch Zeit. Ja, bitte. Eine Frage. Ich wollte nur einen Pfeil abschießen. Hören Sie mich? Ja. Mein Name ist Peter Bouet. Dieser traurige Ausspruch eines Direktors in Hamburg, die freie und Abrissstadt. Leider ist, ich rede jetzt nicht über Architektur, sondern über Geschichte. Leider bewahrheitet sich das bis heute. Ich habe unlängst ein Gespräch gehabt mit dem Staatsarchiv und was ich da so gehört habe, das ist schon mal erschüttert. Was man auch die die Möglichkeit, mit Mitarbeitern aus so einem Archiv zu sprechen, ist selbst wieder sehr begrenzt. Da sitzt also ein Direktor, der sagt, wir müssen so und so mit der Zeit gehen und alles, was nicht unbedingt oben gerade ist, das brauchen wir nicht. Und insofern zum Beispiel, ich greife einmal zurück, Wandrahmviertel. Entschuldigung, möchten Sie eine Frage vielleicht in eine Frage packen, ja, ans Podium? Na ja, Frage, es ist immerhin mal dieses Forum wollte ich gerne benutzen und nur mal, denn es ist natürlich einmal, wenn sich die Experten untereinander unterhalten, das ist natürlich auch interessant, aber ich meine zum Beispiel, wenn man heute liest, wenn Touristen nach Hamburg kommen,
die fragen, wo ist denn die Altstadt? Und dann sagen wir, ja, ist leider abgebrannt. Aber auf der anderen Seite, ich bin an einer Arbeit, die will ich jetzt nicht ausbreiten, aber da geht es um Bordeaux. Und einmal um Bordeaux und vis-à-vis zum Beispiel das Wandrangviertel. Dieses Viertel, was in was bei uns 1890 ja radikal abgerissen wurde, das ist in Bordeaux heute Weltkulturerbe. Also ich bin etwas sehr traurig, dass man hier in Hamburg auch was die Geschichtsseite angeht, zum Beispiel Professor Kopitsch mit dem, also wie man in der Uni diese Geschichtsstätte so beschnitten hat, das ist einfach... Ich kann ja, ja gleich mal die Apfelstadt, da möchte Herr Kopitsch, Herr Kopitsch möchte einmal also das ist ein ganz berühmtes, auch unter die Hamburg-Legenden gehörendes, also niemand hat bisher das Zitat gefunden von der Freien- und Abrissstadt. Also wenn es einer findet, wir sind für Hinweise ausgesprochen dankbar. Lichtwark hat aber gesagt, es ist eine Stadt, die sich beständig selbst vernichtet. Und da bezog er sich auf den Abriss hier, Kerwieder, Wandram, Brookinsel, wo ja wertvolle Barock- und Rokoko-Bauten geopfert wurden für die Speicherstadt. Nun ist ja der Witz der Geschichte, jetzt ist die Speicherstadt mit dem Kontorhausviertel Weltkulturerbe. Also so ist das halt in einer Kaufmannsstadt, die sich permanent verändert hat und dann noch eben den großen Brand 1842 erlebt hat und dann die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Also das hat sehr viel verändert. Gleichwohl gibt es, wenn man aufmerksam auch durch die Altstadt und Neustadt geht, noch eine ganze Reihe bemerkenswerter Bausubstanz. Erst recht in den Stadtteilen etwas weiter weg von der Stadt. Und ich sehe eher mit Sorge, dass, wenn Spekulanteninteressen überwiegen, auch durchaus Bausubstanz aus den 50er, 60er Jahren abgerissen wird, wo man sich irgendwann fragen wird, warum haben wir das eigentlich weggenommen? Da ist ja eine ganze Phase der Stadtgeschichte gar nicht mehr nachzuvollziehen. Oder dass aus immerhin ja für die NS-Vergangenheit in Hamburg ganz wichtige Kommando an der Sophienterrasse zu Nobelwohnungen wird. Das sind Dinge, wo man auch kritisch nachfragen muss, wie ich überhaupt finde, dass der Denkmalschutz in Hamburg unter ausgestattet ist für eine Stadt von der Dimension Hamburgs und dass das Stadtteilinventar stecken geblieben ist, nachdem es 8 oder 9 Bände gegeben hat. Das ist auch für unsere Anliegen, also Grabe, wo du stehst, oder für das eigene Wohnumfeld ausgesprochen misslich. Da sind andere Bundesländer und auch andere Stadtstaaten durchaus weiter. Also das wäre ein dringendes Desiderat, zuständig in diesem Fall ja die Kulturbehörde. Da würde sich mit einem Einsatz von überschaubaren Mitteln ein Rückstand aufholen lassen. Und dann hätten wir einen Teil dieser Probleme mit Sicherheit nicht. Wir müssen aber auch dankbar sein, denke ich, gerade im Kontext von Wandlungsprozessen, dass wir ja nicht nur das Staatsarchiv haben, sondern auch das Architekturarchiv und das Wirtschaftsarchiv, also zwei Sammelstätten, wo Material aufbewahrt wird, was sonst eher untergehen würde. Das Hamburger Staatsarchiv hat ja sehr rigides Verständnis von dem, was aufbewahrt werden soll, was meiner Meinung nach völlig kontraproduktiv ist, also die Geschichte nur der Oberen zu erforschen. Just Grolle hat mal in einer Diskussionsrunde dazu gesagt, ob 1918 vielleicht verschlafen worden sei. Und das muss sich dringend ändern. Die Geschichte sozialer Bewegungen oder auch vorübergehender Parteien in Hamburg, wie Stadtpartei, Schildpartei, bin ich ziemlich sicher, ist durch Versäumnis ein großer Teil an Überlieferung verschwunden. Da hat man irgendwann nur noch die Presse, die dann ganz wichtig wird, auf einmal als Quelle. Also da muss man auch appellieren, das Staatsarchiv muss seine Sammlungstätigkeit weiterfassen. Es soll nicht nur Bürgermeister, Senatoren und Bezirksamtleiter sammeln, sondern es muss auch der gemeine Mann oder die gemeine Frau, wie man in der frühen Neuzeit gesagt hat, mit bemerkenswerten Erinnerungen, Überlieferungen einen Platz dort finden. Also wenn diese beiden Dinge... Diese beiden Bereiche in den nächsten Jahren, sage ich mal, nachgerüstet werden, wieder den Standard erreichen von anderen. Denke an unsere Nachbarn etwa in Niedersachsen oder auch in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, wo das Archivwesen sich sehr viel mehr auch solchen Dingen zugewandt hat und eben das Denkmalschutzamt in den Stand versetzt wird, das Stadtteilinventar voranzutreiben, dann wäre das wirklich sehr gut. Wir haben ja eine muntere Debatte über Denkmalwürdigkeit, über Umgestaltung, macht ja auch die Presse sehr gut mit. Aber man braucht eben die fundierte wissenschaftliche Grundlage für solche Dinge. Da mangelt es im Moment. Insofern hat Herr Bouet da, glaube ich, einen ganz wichtigen Anstoß gegeben.
Gut, vielen Dank. Wichtiges Plädoyer nochmal zum Abschluss dieser Gesprächsrunde. Sie sind ja alle gekommen, um das Hamburg-Geschichtsbuch kennenzulernen. Und darum würde ich jetzt gerne die Runde auf dem Podium, es geht bestimmt noch ganz viel weiter zu sprechen. Vielleicht können wir an das ein oder andere Thema noch in informellem Rahmen anknüpfen, nachher bei einem Glas Wein oder Wasser. Ich würde jetzt für diesen Moment einen ganz, ganz herzlichen Dank sagen, Frau Heinsohn, Herr Kopitsch, fürs Hiersein und mitdiskutieren. Sie dürfen in der ersten Reihe Platz nehmen, dann haben Sie nämlich einen super Blick auf unsere Leinwand. Erstmal vielen Dank. Ja, ganz kurz. Genau. Frau Pörschke, helfen Sie mir noch kurz mit der Technik? Ja. Ich helfe Ihnen noch kurz, genau, während die Leinwand runterfährt. Genau, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen vorneweg. Hamburg ist eins der kleinsten Bundesländer, 60 Gymnasien, 60 Stadtteilschulen. Da lohnt es sich einfach für Geschichtsbuchverlage, für Schulbuchverlage nicht, ein Buch auf den Markt zu bringen. Und auch in diese Lücke geht Frau Urbanski mit dem Hamburg-Geschichtsbuch, um diese Lücke zu füllen. Und ich freue mich sehr darauf, dass Sie uns das jetzt vorstellen und ich helfe Ihnen noch einmal. Ich wollte noch etwas sagen. In diese Lücke geht ja auch die Schulbehörde. Die Schulbehörde hat es ermöglicht, dass dieses Geschichtsbuch erstellt werden kann, indem sie mich einfach mal freigestellt hat für einige Zeit. Und dafür sehr großen Dank an die Schulbehörde, hier vertreten durch Dr. Michael Just und Herrn Dr. Fuchs, der mein Vorgesetzter ist und ohne den ganz vieles nichts geworden wäre. Dann machen wir so. Dies an Dank, als Dank an alle Institutionen, die mitgeholfen haben. Aber hinter diesen Institutionen stehen auch Menschen. Ich habe schon Herrn Dr. Fuchs erwähnt von der Schulbehörde, dem sei besonders gedankt. Frau Rita Barke von der Landeszentrale für politische Bildung, Professor Kohlpitsch und Dr. Dirk Britzke von der Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte, Professor Nikolaisen und viele, viele andere Mitglieder vom Verein für Hamburgische Geschichte, Kirsten Heinzen und Dr. Christoph Strupp von der Forschungsstelle und vom Fachverband Geschichte und Politik Dr. Helge Schröder. Im Staatsarchiv ohne Herrn Joachim Frank hätten wir wenig Bilder und gar nicht bunt wäre es ohne Herrn Dominik Kloss, meinen Bildrechercheur, der alles schön bunt und gleichzeitig wunderbar wissenschaftlich gemacht hat. Wir Menschen erzählen Geschichte als große oder kleine Erzählungen, bezogen auf Phänomene, bezogen auf Gruppen, bezogen auf einen Ort. Aber in Hamburg sagt man am besten von vorne an und dann in aller Reihe weiter. Dementsprechend hat das Hamburg-Geschichtsbuch, hier sehen Sie die Willkommensseite, einen Zugang über eine Chronistik. Das heißt, man kann einsteigen in die Epochen, über die Jahreszahlen oder über Bilder, die signifikant für diese Epochen und für die Probleme, die hinter ihnen stecken, sind. Das ist unser Einstieg. Und wenn man dann in sowas einsteigt, dann kommt man
zu Texten, die Wissenschaftler verfasst haben, um valide Informationen für jedermann, für jeden Interessierten, für Lehrer, für Schüler, für Studenten, für Dozenten zu bieten. Das muss die Technik machen. Manchmal haben wir einen Autoren und manchmal haben wir für einige Epochen auch zwei Autoren. Sie sehen hier einen Teil von Sarah Schmidt, einer ganz jungen Historikerin, und einen von Ursula Büttner, einer sehr bekannten Historikerin. Von diesen Epochentexten, die einen Überblick bieten, kommt man zu vertiefenden Unterthemen. Und bei diesen vertiefenden Unterthemen zeigt sich der Doppelcharakter des Hamburg-Geschichtsbuchs. Es ist einerseits ein Handbuch und andererseits ist es dann doch ein Unterrichtsbuch. Denn diese Epochenthemen sind gemacht nach den Themen der Rahmenrichtlinien, die in der hamburgischen Schulbehörde und Lehrern gegeben sind. Dieses Thema zum Beispiel ist kein Rahmenrichtlinienthema, ist uns aber interessant genug, um unterrichtet zu werden, während dieses Thema, absolut Klosterleben, irgendwann muss es ja mal kommen, Herr Just, während dieses Thema durchaus den Rahmenrichtlinien entspricht. Von den Themen aus kommt man dann zu diesem geheimnisvollen Bereich Arbeitsmaterialien. Dahinter stecken Quellen, Unterrichtsmaterialien und Bilder. Wenn man da anklickt, ist man da. Und wenn man, Sie sehen hier einmal Unterrichtsmaterialien für die Stufe Klasse 5 bis 10. In diesem Falle gibt es da sowas. Das ist für die 6., 7. Klasse gemacht. Wir haben bei der Auswahl, der bisherigen Auswahl, das Ganze wächst ja noch weiter, haben wir vor allem darauf geachtet, dass alles schön bebildert ist. Hier Kolonialismus. Oder dass aber auch Vorurteile, Mythen aufgelöst werden. Zaubereiverdacht im Hause Bugenhagen, 1528, ja, der Hexenwahn war nicht im Mittelalter, das ist ein nachreformatorisches Massenphänomen und hier hat es vielleicht mal angefangen. Bei der Auswahl von Materialien haben wir aber auch darauf geachtet, Quellen zu präsentieren, die sonst schwer zugänglich sind. Hier geht es um einen Traktat über wie in der Stadt demokratisch zusammengelebt werden kann aus dem 17. Jahrhundert. Und wir haben dann bei der Erstellung der Unterrichtsblätter vor allem darauf geachtet, dass die eigene Meinung, dass das kritische Denken angereizt wird und dass die Schüler selbst tätig werden können. Wie ich schon eben in der Diskussion sagte, die Stadtteilschulen arbeiten eher nach Themen. Und wir haben dementsprechend für den diachronen Zugang oder den problemorientierten Zugang zur Geschichte, der durchaus moderner ist als der chronologische, haben wir Themen zusammengestellt. Die sehen Sie hier oben. Das sind bisher alle. Auch dieses ist durch dieses wunderbare Medium Website ergänzbar. Wenn man jetzt so ein Thema anklickt, nehmen wir mal Glaubenssachen, da ist es, dann kommt man zu einer Auswahl unserer Vertiefungsthemen, in denen überall etwas zu finden ist über den Glauben oder hier über Wirtschaft, Arbeit, Handwerk, Handel. So kann man in die Geschichte über ein Thema einsteigen. Wer jetzt da schon eingestiegen ist, der hat noch einen anderen Zugang, nämlich den über Menschen. Die Geschichte von einzelnen Personen macht Geschichte menschlicher. Deswegen haben wir unter dem Thema Zeitgenossen eine Auswahl von Menschen vorgestellt, die entweder Geschichte gemacht haben, wie jener hier, oder die Geschichte, die den Wandel und die Kontinuität beispielhaft
miterlebt haben. Caroline Pertes. Das Medium Website bietet aber noch mehr. Das Medium Website bietet auch, dass man etwas hören oder sehen kann, dass man laufende Bilder hat und nicht nur Texte. Und wie das sich auswirken kann, das sehen Sie jetzt gleich. 1790, am 14. Juli, haben aufklärerische Hamburger Bürger in Havestehude ein Fest für die Französische Revolution gefeiert. Und dazu hat Sieveking ein Lied gedichtet. Und dieses Lied ist damals von jungen Damen gesungen worden. Ich bin mir sicher, es hat so geklungen wie die jungen Damen vom Albert-Schweitzer-Gymnasium. Na? Freie Deutsche sind die Stunde, die der Knechtschaft gärtet war. Schwöret vor dem großen Bunde, unser Schwester Frankreich nach. Eure Hütze sei Ehre, zu der Ruhe Freiheit Ehre. Lasst uns großer Tag uns freuen, zwei der Sängerinnen sind da hinten. An meine Schüler. Die können Sie hinterher fragen, wie wir Sie dazu gekriegt haben. Wer denn schon die Geschichte kennt und dieses Narrativ sich gar nicht mehr antun möchte, kann auch direkt zu unseren Materialien kommen. Ups. Und zwar über diesen Zugang, den ich Ihnen jetzt zeige, da über Materialien, klickt man an, dann kommt man wieder in diese lange Materialienliste quer durch die Geschichte und kann dann etwas anklicken, hier zum Beispiel aus dem Archäologischen Museum Hamburg gespendete Bilder, die dann interpretierbar sind, hier Aufgaben wieder für jüngere Klassen oder aber Bildmaterial zur eigenen Forschung. Wir haben massiv Quellen und Bilder eingestellt, damit Sie als Lehrer, Sie als Interessierte, Sie als Schüler sich über das wirkliche Grundlagenmaterial von Geschichte informieren können. Und da wird in der nächsten Zeit auch noch sehr viel Neues dazukommen. Wenn man dann dieses Material hat, dann forscht man ja eigentlich schon, wenn man es interpretiert. Hier über diesen Zugang oben gibt es eine Anleitung zum Forschen und es gibt, das sehen Sie hier, eine Liste von Linkverbindungen zu weiteren Forschungszugängen. Hamburg Wissen Digital ist ein großes Portal zu weiteren Websites, die Forschungsmaterial anbieten, der Verein für Hamburgische Geschichte, die Geschichtswerkstätten. Das ist also ein Einstieg für die, die alle selbst tätig werden wollen in Sachen Geschichte. Wenn man das denn gemacht hat und man hat geforscht, dann soll da ja auch ein Projekt draus werden. Und einige Angebote zum Mitmachen und Ideen, was man selbst machen kann, findet man hier. Hier ist der Geschichtomat zum Beispiel, der Schüler dazu bringt, animiert, jüdische Geschichte zu erforschen und in Videos umzusetzen. Aber hier sind auch andere Anbieter von Forschungs- und Projektmöglichkeiten, nochmal zu erwähnen, unsere gute Archivpädagogik. Das großartigste Projekt, an dem man teilnehmen kann, ist natürlich der Geschichtswettbewerb. Und ich danke nochmal der Körber-Stiftung für die Unterstützung und ich hoffe, dass in Zukunft der erste Schritt für Hamburger Schüler, Hamburger Lehrer, die daran teilnehmen wollen, diese Website ist, die es ermöglicht, Spaß auch mit Geschichte zu haben. Wer nämlich wirklich sich nur mal amüsieren möchte, der kann unsere Highlights ausprobieren. Derer gibt es 3. Es sollen in den nächsten Wochen und Monaten 12 werden. Hier kann man Geschichte spielerisch erfahren. Man klicke einen Infopunkt an und man erfährt, was dieses mittelalterliche Bild aus dem Stadtrecht von 1497 sagt. Eine Weisheit, die wir vielleicht auch gebraucht hätten. Frau, wer können mir mal helfen, bitte? Ups. Nochmal zurück. Eine Weisheit, die uns auch noch etwas sagt, wollte ich sagen.
das ist jetzt die letzte, das ist die erste. Die Technik. Ganz zum Schluss. Da, klick. Ja, den. Danke. Vielen Dank, Frau Pöschke. Also, einiges bleibt gleich. Ohne die würde das Geschichtsbuch eine leere Struktur sein. Das sind unsere Autoren bis zum heutigen Tag 43. Wer so einen Text schreiben kann über etwas, was er erforscht hat, der kann über das Kontaktformular des Hamburg-Geschichtsbuchs sich an die Redaktion wenden. Wir sind immer interessiert an Mitarbeit, die natürlich so ein bisschen in unsere Struktur passen muss. Und denen allen danke ich sehr. Ja, vielen Dank. Wir können uns doch setzen, oder? Für die Fragen. Können wir uns noch mal setzen? So, jetzt hätten Sie noch mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Frau Urbanski zum Hamburg-Geschichtsbuch. Dort ist eine Frage. Bitte einmal. Dort kommt ein Mikro. Hans Dall, ich war mal Geschichtslehrer. Meine Frage ist, wer pflegt diese Website? Oder weitergedacht, wäre es auch möglich, sowas wie Wikipedia draus zu machen? Das heißt, dass man auch selbst Beiträge natürlich zur Kontrolle dort einstellt. Wir haben den Anspruch, dass unsere Themen und unsere Epochenartikel wissenschaftlich valide sind. Wenn Sie etwas einsenden würden und ich, die Redakteurin bin, mich nicht auskennen, würde ich mich an Franklin Kopitsch oder an Frau Heinsohn wenden. Ansonsten ist es kein Wikipedia, keine Selbstbestückungsmöglichkeit, sondern wir haben halt den Filter. Und ich glaube, der Filter garantiert auch Qualität. Und durch die großartige Unterstützung der Schulbehörde wird das auch in Zukunft so sein, dass ich in meiner Person dort weiter dran arbeiten kann. Aber ohne die Hilfe der Historiker und ohne die Hilfe anderer Kollegen, die zum Beispiel auch mal Material ausprobiert haben, wäre das alles nicht möglich. Das heißt, Sie können gerne etwas einschicken. Wir freuen uns über alle Anregungen. Wir freuen uns auch darüber, wenn man sagt, das Thema wollte ich immer schon mal unterrichten und haben Sie nichts dazu. Und wenn das denn nach 1945 ist, dann wende ich mich bestimmt an die Forschungsstelle für Zeitgeschichte. Und wenn man schaut, was man tun kann. Es soll eine Interaktion stattfinden, aber einen Filter gibt es. Dort ist noch eine Frage. Mein Name ist Angela Sarkochwitz, ich bin Mitglied im Verein für Hamburgische Geschichte. Das Lied, was Ihre Schülerinnen da gesungen haben, das bringt mich auf folgende Frage. Ist auch vielleicht daran gedacht, die Hamburg-spezifische Kulturgeschichte, sagen wir mal Musikgeschichte, und also auch Malerei, mit einzubringen? Also bei Musikgeschichte, ich nehme mal nur Telemann oder so, also da würde ja ein breites Feld sein. Ist das also möglich oder ist das jetzt im Moment noch nicht so opportun? Möglich ist alles und ich habe Kontakt zu der Leiterin des Telemann-Museums. Was sich da entwickelt, wird man sehen. Gerne. Die Unterrichtsrelevanz müsste man dann diskutieren, aber dafür habe ich ja Herrn Fuchs und Herrn Dr. Just, die würden mir da bestimmt sagen, was man machen kann. Ich glaube schon, dass viele Beispiele aus Hamburg genutzt werden können, aber wiederum, wir machen keine Heimatgeschichte, sondern wir machen ein Geschichtsbuch, was an Hamburger Beispielen Probleme illustriert, die auch anderswo gewesen sind. Nehmen wir das Beispiel dieses Liedes, es ist halt ein Revolutionslied. Diejenigen, die an diesem Fest teilgenommen haben, haben als die
Auswirkungen des Terrors in Deutschland bekannt wurden, sich teilweise geschämt und traurig geäußert, dass sie damals teilgenommen haben. Einige von denen haben, auch Franklin Kopitsch wird dazu viel mehr sagen können als ich, haben sich rechtfertigen müssen, ob sie Jakobiner seien. Eine der Teilnehmerinnen, Christine Reinhardt, hat aber noch bis an ihr Lebensende von diesem Fest gezehrt und sich daran erinnert, was wir damals gefeiert haben, was für ein Gefühl der Freiheit das war. Und das wiederum ist das Interessante für den Unterricht. Der Gedanke der Freiheit mag zerstört werden durch den Terror, aber was macht er aus, wenn Menschen damit konfrontiert worden sind, wenn sie dem begegnet sind? Das ist die Frage der Politisierung wiederum. Und das kann man an diesem Lied schön festmachen. An dem Liedtext auch. Und zum Thema Globalisierung, dieser Liedtext ist ein Produkt aus Hamburg, das spricht aber über das Verhältnis zu Frankreich. Und wir schauen natürlich nach solchen relevanten Materialien in erster Linie für den Unterricht. Aber wenn ich jetzt den Wiegand, die Streitschrift für die hamburgische Freiheit genommen habe, das mag vielleicht jemand mal in der Oberstufe aufgreifen, aber dass dieser Text überhaupt in normaler Nicht-Frakturschrift zugänglich ist, ist jetzt das erste Mal. Und ich würde mir wünschen, ich könnte den Gesamttext irgendwann da reinstellen. Vielleicht kommt das. Dann ist es für Forschung, für Interessierte eine Quelle, die vorher nicht zur Verfügung war, weil sie bisher nur abgedruckt worden ist in einem sehr schönen Buch von Jörg Berlin, aber in dieser sehr alten Fraktur, die jüngere Menschen nicht lesen können. Ich habe noch eine Meldung dort gesehen. Danke. Beseler, mein Name, Franz Brötchen Verlag. Silke, erstmal Gratulation, toll, das Projekt. Danke, Manfred. Ja, gerne. Das ist insbesondere deshalb toll, weil es wachsen kann durch dieses Medium. Ich möchte an die Frage von eben auch anknüpfen, in etwas anderem Aspekt. Ist denn die Zukunft dieses Projekts auch finanziell gesichert? Gibt es da tatsächlich Mittel? Ich kann mir vorstellen, als jetzt neues, zentrales Ding zwischen all den Institutionen, das möglicherweise gar nicht selbst gesichert ist, fällt es vielleicht irgendwann in die Besucherritze und stirbt. Ist da was gesichert? Ja, es ist abgesichert, dass 20% meiner Arbeitskraft dort weiter reingehen können. Das ist teuer. Ich bin teuer. So, alles Weitere, da hoffe ich auf das großartige Hamburger Stiftungstum. Die wunderbare Körperstiftung hat schon sehr viel Geld dazugegeben. Auch die Landeszentrale für politische Bildung. Erstmal ist die Struktur da. Diese Website zu bauen, diese Highlights, diese Spiele zu machen, dafür brauchen wir Experten und diese Experten müssen ordentlich bezahlt werden. Jetzt ist die Struktur da. Mir hat der Webdesigner gesagt, Herr Spee, ich weiß nicht, ob er hier ist, da hinten, ganz wunderbare Webdesigner, wenn Sie eine Website wollen, gehen Sie bitte zu Lichtblick Wettmanufaktur, die sind verlässlich und können sogar mit solchen Leuten umgehen wie mir, die nichts davon verstehen. Die haben mir gesagt, alle 5 Jahre muss man das erneuern. Ich hoffe nicht. Aber wir machen uns weiter auf die Suche nach Mitteln. Ich habe noch eine weitere Meldung dort gesehen. Björn Gödel vom Gymnasium Osterbeek. Ich bin noch relativ neu im Hamburger Schuldienst und ich würde ganz gerne noch einmal die Frage von Frau Heinzmann aufgreifen. Auch ich fühle mich so ein bisschen durch den Hamburger Lehrplan, ja, ich möchte mal sagen, etwas gehetzt und auch etwas eingeengt. Deshalb die ganz konkrete Nachfrage an Sie, Frau Urbanski. Welche Themen sind für Sie ein Muss in der Mittelstufe, weil sie insbesondere zum problemorientierten Unterricht, und das ist das, was mich ja vor allen Dingen interessiert, zum problemorientierten Unterricht nahezu einladen. Also was, auf was darf man regionalgeschichtlich auf keinen Fall Ihrer Meinung nach verzichten? Regionalgeschichtlich. Auf das Havestuder Freiheitsfest in Klasse 8.
absolut wunderbares Beispiel für die Auswirkungen einer Revolution in einem Kontinent. Schriften der Aufklärer. Das kann man an Hamburgs Beispielen sehr gut unterrichten, weil es hier politische Aufklärung einer besonderen, speziellen Art gegeben hat, nämlich eine Aufklärung, die versucht hat, die Armut durch die Bildung der Armen zu bekämpfen. Das ist wunderbar. Ein Text und man hat das. Ich finde ja, das Klosterleben kann man wunderbar an Harvest und Rude unterrichten. Habe ich noch nie gemacht, aber probieren Sie es mal aus. Den Hafenarbeiterstreik von 1896. Wichtige Sache für Streik. Wie funktioniert so ein Streik über 3 Monate? Was wollen die Leute? Was riskieren die Leute? Das kann man. Ansonsten schauen Sie rein ins Geschichtsbuch. Wenn Sie was vermissen, schreiben Sie über das Kontaktformular. Und Sie finden bestimmt für ein größeres Unterrichtsthema immer eine Quelle oder ein Arbeitsmaterial, was Sie dann anpassen können, was Sie umwandeln können. Und gucken Sie mal, wie Ihre Schüler darauf reagieren. So, eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Wie erfahren jetzt die Hamburger Lehrerinnen und Lehrer davon, dass es das Hamburg-Geschichtsbuch gibt? Ein paar sind ja hier im Raum und es gibt auch Kärtchen, die weiterverteilt werden. Ist das Teil vielleicht in der Lehrerausbildung, Referendarsausbildung, wird das an die herangetragen? In der Lehrerfortbildung wird jedes halbe Jahr eine Fortbildung stattfinden. Das ist mit Herrn Dr. Schröder, der die Fortbildung Geschichte organisiert, abgesprochen. Ich habe, glaube ich, sehr guten Gesprächskontakt zu den Fachleitern Geschichte. Ich würde gerne jede Referendarsgruppe besuchen, aber das braucht man gar nicht. Es braucht nur der Fachleiter den Referendaren dieses Mittel weitergeben. Die können sich das auch selbst erforschen. Ich denke, das wird sich so immer verbreiten, aber wir müssen natürlich darauf achten, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Außerdem gibt es da diesen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Dafür braucht man einfach das Hamburg-Geschichtsbuch. Auf jeden Fall. Ja, liebe Frau Obanski, liebe Gäste, wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Das Hamburg-Geschichtsbuch ist jetzt online und wir wünschen der Webseite viele Besucher und auch künftig viele weitere Unterstützer und Autoren. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden des heutigen Abends, Frau Heinsohn, Herr Kopitsch, Frau Obanski insbesondere. Und herzlichen Dank auch Ihnen allen anderen fürs Hiersein und für Ihre Fragen. Und wir alle sind jetzt noch herzlich eingeladen, ein bisschen im Foyer zu verweilen und vielleicht an das ein oder andere Thema des Abends noch anzuknüpfen. Und gehen Sie am Ende nicht, ohne ein Kärtchen mitzunehmen. Jeder von Ihnen hatte eine Visitenkarte des Hamburg-Geschichtsbuchs auf dem Stuhl liegen. Es liegen aber auch noch weitere draußen auf den Stehtischen. Ja, soweit von mir. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Tschüss und auf Wiedersehen im Körperforum.